Hallo Freunde, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade. Wir machen heute ein Quickie. Liegt ein bisschen am Arbeitsstress, liegt ein bisschen an der Wärme und ein bisschen daran, dass ich heute nach der Arbeit eingepennt bin und ja, zum Glück hat ein Kollege mich geweckt, sonst gäbe es wahrscheinlich gar keine Episode. So, was haben wir heute vor? Ich möchte im Last Round ein bisschen mit Jack quatschen, mal sehen, was wir für Nines tun können. Danach möchte ich nach Santa Monica mal mit Mercurio quatschen, was er von der ganzen Geschichte mit Ming und dem Prinzen hält. Und dann wurde ich gebeten, das Schwert mal zu zeigen, das wir in der letzten Episode gefunden haben. Und ich wollte mal nach den E-Mails gucken und eine Sache mit dem Nosferatu ausprobieren. Hoffentlich kriegen wir das alles unter in einer vergleichsweise kurzen Episode, aber wie oft sage ich, das wird ein Quickie und dann ist es doch wieder Überlänge. Na, mal gucken. Ich versuche mich ein bisschen ranzuhalten heute. Da ist kein Jack. What the hell do you want? Und tschüss. Der ist ein bisschen aggro. Auch keine besondere Interaktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Gerade dass Jack nicht hier ist, gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir Jack finden und mit ihm ein bisschen quatschen können. Nicht gut. Aber ich schätze, das kürzt die Sache ein bisschen ab. Jack neigt nämlich dazu, relativ viel zu quatschen. Besonders wenn es um interessante Themen geht. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Wo könnte sich Jack noch rumtreiben? Da ist mir ein bisschen zu viel Volk unterwegs. Ich hätte ganz gern das Blut ein bisschen aufgefrischt, aber das sind zu viele Leute, das wird nichts. Okay, das ist das Theater, in dem wir waren. Und irgendwo hinten dran müsste eine Gasse sein. Ne, müsste eigentlich nicht, ich glaube. Ich glaube, unser erstes Zusammentreffen mit Jack und das Tutorial, das war ganz woanders. Get out of my way, man. Yep. Ich meine, das hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Hintereingang und dem Zeug, aber nee, das war doch woanders. Okay, dann weiß ich gerade leider nicht, wo sich Jack rumtreiben könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ihn zuletzt gesehen im Last Round. Hier ist inzwischen aufgeräumt. Mit Lacroix möchte ich im Moment nicht sprechen. Das heißt, wir gehen erstmal zu Mercurio und checken die Sache mit den E-Mails. Lovely evening. Kommt drauf an, biegst du ab? Nein, machst du nicht. Schade, dann ist er nicht so toll, wie er sein könnte, der Abend. Wunderbärchen. Fällt mir ein, was ich eigentlich ausprobieren wollte, habe ich gar nicht dabei. Ich wollte ja noch was mit dem Nosferatu machen, aber ich glaube, das müssen wir dann doch wieder in Downtown machen. Sehr schade. Es sei denn, wir haben hier auch Zugriff auf unsere Kiste. Ich wüsste aber nicht, wie. Na gut, schauen wir mal nach den E-Mails. Endspiel. Okay. Das Endspiel von einem Freund. Die Aufstellung deiner Figuren ist der Schlüssel zum Endspiel. Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass Nines
Der Freund ist, der uns da E-Mails schreibt. Aufstellung deiner Figuren ist der Schlüssel zum Endspiel. Das ist mal wieder eine Schachreferenz, ganz klar. Wie übersetzen wir das aber ins Spiel? Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt tatsächlich für eine Seite entscheiden, demnächst. Und dadurch wählen wir unsere Verbündeten und unsere Gegner. Und je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, könnte das tatsächlich Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben. Würde mich zum Beispiel überhaupt nicht wundern, wenn wir uns jetzt mit Lacroix anlegen, dass wir vielleicht doch noch gegen den Sheriff müssen. Wenn wir uns mit Nines verbünden, müssen wir vielleicht gegen den ganzen Rest. Nur, glaube ich, dem Sabbat haben wir richtig in den Hintern getreten. Da sollte nicht mehr allzu viel kommen. Wie auch immer, das sind alles Vermutungen. Schauen wir mal. Thelma Racklinge. Oder so ähnlich. Nahkampfanforderung 8 ist also angemessen Endgame. Dieses Schwert wurde von den Thelmara geschmiedet, einer verschollenen Sekte von Kains Kindern, die sich der Sage nach in das Totenreich vorwagten. Es ist unnatürlich leicht und versagt schwer heilbaren Schaden. Tödlichkeit 12. Schadenspotenzial 18. Und wir sind weit davon entfernt, Nahkampfanforderung 8 zu haben. Das heißt, wir werden ganz schön runtergedrosselt. Ich denke, wenn man wirklich Nahkämpfer ist, ist die Klinge leicht lächerlich. Gut, das Schwert gefällt mir. E-Mails war mal wieder mysteriös. Jack und Nines gefällt mir gar nicht. Die Funktion der rechten Maustaste gefällt mir im Spiel überhaupt nicht. Eigentlich nie. Wir könnten ein Stück weiter vorne noch eine Chance haben. Manchmal ist hier unten hier jemand, den man anzapfen kann. Nein, heute nicht. Schade eigentlich. Ist die Jägerin wieder da? Auch nicht. Auch schade. Na gut, quatschen wir mal mit Mercurio. Wenn der uns angreift, wissen wir auf jeden Fall, dass der Prinz irgendwie am Durchdrehen ist. Sanfte Grüße. My Vegas connection paid me a visit this afternoon. Popped his trunk and what do you know? Had a flamethrower, a few tanks of spare fuel. It's yours if you want it. But ain't you flammable? Yep. Durchaus. Es kommt engst drauf an, gegen wen man kämpft. Da ist das bisschen extra Gefahr sicherlich gut. Supi. Du kriegst ein Messer von mir verkauft. 5 ist nicht viel. 280, das ist natürlich schon arg bitter. Eigentlich würde ich das Ding gerne als Andenken oder als Trophäe behalten, aber naja, sind wir ehrlich, das ist eine Menge Geld für uns im Moment. Und ein normales Katana hat eigentlich vergleichbare Werte, würde ich sagen. Also aus der Beschreibung her würde ich einfach sagen, das macht gelben Schaden, das macht normalen Schaden. Das ist der einzige Unterschied, den ich sehe, aber ich kann es im Moment schlecht ausprobieren. Naja, was haben wir da? Atem des Drachen. Uiuiui. Wenn es nach der Genfer Konvention von 1983 geht, dürfen Phosphorgeschosse in bevölkerten Gebieten nicht verwendet werden. Diese abgesägte Schrotflinte feuert sie trotzdem ab. Herrlich. Naja, ich meine, Genf ist weit weg. Wir könnten das Ding verscheuern, damit, naja, haben wir mehr als doppelt so viel Geld plötzlich. Aber was bringt's uns? Dann können wir immer noch nichts anfangen damit. Allgemein haben wir gerade sehr wenig Munition, was mir gar nicht gefällt. Aber daran bin ich selbst schuld. Ich habe einfach viel zu großzügig Freiheit gespendet in der letzten Mission. So, bei Mercurio habe ich leider auch nichts Neues erfahren. Ich habe auch keine Möglichkeit gesehen, über die Situation zu sprechen.
Aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, habe ich auch nicht wirklich geguckt. Also gut, schauen wir nochmal. Ich habe nur Flammenwerfer gehört. Prepared a little number called a dragon's breath. It's a modified sawed-off, fires phosphorus shells. Personally, it's the only weapon I carry when I travel through Sabbat country. Finde ich supi. Also, lass mal reden. Leute? Who exactly? Nines, das wäre erstmal toll. Nines? I never actually met him, but I've been hearing about him for years. His operation's crude, but those anarchs are mad dog vicious when they need to be. Said he's full of them. They're none too friendly with the Camarilla, so be careful around him. Okay. Aber er spricht jetzt nicht negativ irgendwie von der Blutjagd, die angesetzt ist. Who exactly? Eigentlich würde ich ganz gern ein bisschen über Lacroix sprechen, aber das darfst du wahrscheinlich nicht als sein Ghoul. Isaac's a cool customer. Got that old school, no nonsense kind of swagger. Not too many like him anymore. He wears his animosity towards the Camarilla on his sleeve. Shame. Guy like that could have been an asset. Interessant. Who exactly? Ja, fragen wir mal noch über Gary, dann bin ich gespannt. Gary? Sorry, name doesn't ring a bell. Das wundert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Gut. Concerning? Specifically? Chinatown, da erfahren wir vielleicht was über Ming. I don't go down to Chinatown. Nobody who does comes back. Something going on down there with the Kuei Jin, I don't understand, nor do I need to. Stay out's the best advice I can give. Na gut. Ich glaube, von Mercury erfahren wir nicht mehr. War trotzdem ganz angenehm, mal wieder mit dem alten Freund zu quatschen. Ich habe so langsam das Gefühl, es hat sich gelohnt, dass wir ihm das Leben gerettet haben damals. Na schön. So viel dann dazu. Dann würde ich ganz gern noch was aus unserer Kiste holen. In Downtown. Dann wäre das Experiment mit dem Nosferatu eigentlich dran. Und dann interessiert mich wirklich, wo Jack abgeblieben ist. Going somewhere? Wir könnten vielleicht noch nach Chinatown und nochmal mit Ming sprechen. Wenn in der E-Mail wirklich gemeint ist, dass wir uns jetzt die Seite aussuchen sollen, können wir da vielleicht ein bisschen was machen. Und wenn alle Stricke reißen, besuchen wir doch nochmal Lacroix. Ich meine, letzten Endes, wir haben die Info bekommen, dass Ming den Schlüssel hat. Und Ming hat uns auch eine Menge erzählt. Ist auf jeden Fall was, womit wir bei Lacroix aufschlagen können. Dann haben wir das Sabbathotel abgeschlossen. Ich glaube, Venus könnte uns mal wieder ein bisschen Geld zuschustern. Könnte auch hinhauen. Jupp. Also, Experiment mit Nosferatu, Chinatown mit Ming. Wenn wir dann noch Zeit haben, geht's zu Lacroix. So, was haben wir denn? Hier haben wir was. Nosferatu-Experiment ist das einzige Foto, das ich habe, das ich irgendwie mit Nosferatu in Kontakt bringen kann. Hm. Ohne Heather ist die Bude irgendwie leer und einsam, finde ich. Man schon jemanden vermissen hier. Auf der anderen Seite, so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Das ist schließlich das Apartment, das wir von Lacroix gekriegt haben. Für treue Dienste. Wer weiß, was hier an Kameras und Abhörutensilien drin sind. Da fühle ich mich auch nicht besonders wohl. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir da nicht mehr sein sollten, wenn wir Lacroix den Rücken zukehren. Und das habe ich inzwischen tatsächlich fest vor.
grundsätzlich macht er nichts falsch. Er ist als Prinz, besonders als Ventru, quasi verpflichtet, so ein Zeug abzuziehen. Das war falsch. Das heißt aber nicht, dass es mir gefallen muss. Ganz klar. So, dann müssen wir raus. Jetzt sollte Gary oder einer seiner Leute das einsammeln. Okay, das gab auf jeden Fall schon mal einen Maskerade-Bonus, weil wir das Bild losgeworden sind. Schon mal besser als nix. Mit etwas Glück haben wir ein neues Poster und eine E-Mail von Gary. Das wäre auch schon mal einiges wert. Also hier unten sehe ich erstmal noch kein neues Poster. Das könnte neu sein. Ich glaube, das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Wir hatten das, ja. Das müsste neu sein. Also gucken wir mal. Wollen Sie Fleischformen lernen? Okay, das Lernen war ein bisschen komisch. Gary, jawohl ja. Wie geht's, Boss? Bei mir alles beim Alten. Habe ein Überwachungsfoto von einer Kujin. Habe daraus ein schmutziges Bildchen gemacht. Habe. Okay. Das H kollidiert ein bisschen mit dem G in der Zeile drüber. Und dadurch wird aus dem H irgendwie ein großes A. Ganz komische Schrift hier. Eigentlich respektlos, aber naja, es gehört dir für einen Song auf Kassette, den Imalia gemacht hat, bevor ich sie gebissen habe. Ich habe die Kinder gern unter Kontrolle. Die Badeanzugserie im Jogshot-Magazin vom letzten Jahr. Sie wurde dann aus zwei harten und spitzen Gründen aus dem Mandel genommen. Er meint wahrscheinlich seine Zähne. Okay. Ich hasse das mit der rechten Maustaste. Ich gehe wieder auf Blutheilung. Das wird blockiert, wenn man volles Life hat. So. Er wollte ein Lied auf Kassette. Visitenkarten haben wir ein paar. Und wir packen das mal noch zu unseren Trophäen. Nicht, dass wir es wirklich brauchen. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollen es verkaufen, ab in die Kommentare damit. Dann machen wir das. Ansonsten behalte ich es erstmal als Trophäe. Wer braucht schon Geld? Wer braucht schon Munition? Ha! Wir sind ja nur Fernkämpfer. Wir machen das ohne. Selbst wenn du keine Munition mehr hast, hast du immer noch ein Projektil. Okay, wo kriegen wir so eine Musikkassette her? Mit einem ganz bestimmten Lied. So, für die Jüngeren unter euch, die vielleicht nicht mehr wissen, was Musikkassetten sind. Bevor es iPods gab und MP3s und den Schnickschnack, gab es im Prinzip Kunststoffhüllen, in denen Magnetbänder aufgespult waren. Und auf diesen Magnetbändern wurden Informationen gespeichert. Money, right? Auch I Musik. Right here. Spitze. Besser als nichts. Ja, und dann wurde es in Walkmans eingelegt. So ein Ding seht ihr zum Beispiel für Guardians of the Galaxy. Star-Lord, Peter Quill, der hat noch so ein Walkman mit Kassette. Antike Technologie. Aber da Vampire ja relativ alt sind, stehen die auf so ein antikes Zeug. Wenn es um antike Musik geht, würde ich Schallplatten vorziehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Goodie. Chinatown, reden wir mal mit Ming. Im Zweifelsfall haben wir von Venus jetzt genug Geld gekriegt,
um wenigstens ein bisschen Munition zu kaufen. Und ich glaube, wenn, dann benutze ich das Sturmgewehr. Das hat einen Zoom und macht gut Schaden. Ist sogar einigermaßen treffsicher. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob hier... Das wird so ein Ei. Jedes Mal nicht vorbeilauf, gackert das Teil. Erinnert mich irgendwie auch ein bisschen an die Arbeit. Immerhin, die alten Leute scheinen noch zu leben. Also links der alte Attentäter. Hab seinen Namen schon wieder vergessen. Ein dreiteiliger Name. Platsch. Warum sind hier diese Dosen verteilt? Ganz im Ernst. Bisher hatte ich hier noch keine feindseligen Geschichten. Was there something else, Kindred? Du bist im Moment ein bisschen... Du erscheinst bösartiger als bei unserem letzten Gespräch. A most unfortunate crossing of paths. Let me assure you that my agents, the Chang Brothers, speak with no diplomatic authority. Ja. Das erscheint ein bisschen komisch. Über das Thema haben wir in der letzten Episode schon mit ihr gesprochen. Da klang das alles ein bisschen anders. I may or may not choose to speak with you, the Prince, or anyone else for that matter. Speaking does not make us allies. Ja. Okay, ich glaube... Das ist ein bisschen eigenartig. Das ist das Spiel ein bisschen inkonsistent, finde ich. Das war beim Gespräch in Downtown ein bisschen anders. Es sei denn, das war wieder irgendeine andere Person. Am Ende war es Nines, der aussah wie Ming. Man weiß bei dem ganzen Durcheinander ja bald nicht mehr, was man noch glauben soll. Aber im Zweifelsfall verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl. Und die erste Entscheidung ist meist doch die richtige. Und ich glaube, ich habe schon relativ früh gesagt, dass ich Lacroix nicht wirklich traue. Und bei meiner ersten Begegnung mit Ming wollte ich zu ihrem Laden gehören. Deshalb würde ich sagen, bleibe ich erstmal bei der Aussage. Okay, dann sind wir jetzt ein bisschen kürzer als sonst. Ich denke, der nächste Schritt ist zurück zu Lacroix. Da können wir ihm dann sagen, dass der Schlüssel bei Ming ist und ihn mal auf die Allianz ansprechen und den ganzen Schnickschnack. Das wird keine sehr schöne Unterhaltung werden. Aber ich glaube, eine, die erstens notwendig ist und zweitens eine Weile dauert. Deshalb machen wir das in der nächsten Episode. Sorry dafür. Ich weiß, heute ist relativ wenig passiert, aber manchmal hat man eben auch solche Situationen im Spiel, wo man viel Kleinkram drumherum erledigen muss, um sich vorzubereiten auf den nächsten Akt. Und ich glaube, wir sind langsam aber sicher im Bereich Endgame. Dementsprechend werde ich da vielleicht sogar noch heute Abend was in den Discord-Server packen, um über den Nachfolger zu diskutieren. Da gibt es ein paar heiße Kandidaten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haltet euch steif. Ciao, Freunde.